Also. Auf zum Orca-Atoll. Dort finden wir die Golden Rose und All aboard! Ich nehme mal an, die sollen hier kapern. So. Denn keine Segel, keine Besatzung. Da haben wir sie, ne? Das Schiff selber ist zwar noch in Ordnung. Ja, Ein-Mann-Besatzung an Bord. Ne? Den werden wir kapern. Lassen wir die Zeit noch ein bisschen schneller ablaufen. Captain, ich kann Sie sehen. Lass uns näher ransegeln. Jawohl, sind wir schon dabei. Ne? Holla, die Waldfee. Was ist das denn? Ein Krake. Na toll. Okay, also wir sind mit Untoten unterwegs, ne? Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Oh, ich habe die Legenden gehört, aber ich dachte nie, ich würde den Kraken mit eigenen Augen sehen. Nein, 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 nein! Mein Schatz! Reckem, du Bastard, du weißt, was du mir schuldest. Du findest sicher ein anderes Schiff mit Gold und betest zum Gott, dass dieser verdammte Kraken es nicht versenkt. Okay. Es gibt einen weiteren Kapitän, nämlich Cheng Po Tsai. Er ist der Einzige, der weiß, wie man dieses Biest zähmt. Er wäre auch ein guter Gefährte. No? Wenn wir den Kraken oder den Mann, der den Kraken kontrollieren kann, bei uns an Bord haben, hätten, wir werden ihn haben, ne? Dann, ja, haben wir auch eine schöne Waffe im Arsenal. Also, zu unserem Pech ist er nach China zurückgekehrt und wurde dort gehängt. Also, tot. Doch Gerüchte besagen, dass sein Schatz irgendwo hier in diesem Gebiet liegt. Er weiß, wo Chengs Schatz versteckt ist, aber Martin Retreat ist eine der gefährlichsten Buchten, die ich kenne. Kein Kapitän hat es bisher gewagt, mit mir dorthin zu gehen. Naja, gehen werden wir auch nicht, ne? Wir segeln dahin, ne? Und auch eine einzelne, na, es geht ja. Okay, ne? Aber hier werden wir erstmal wieder mitnehmen, was mitzunehmen ist. Ach, Segeltuch, okay. Und zwei Leute nehmen wir gerne auf. Also, auf geht's zu Marlin Retreat. Oha, ja, da sehen wir schon. Sieht so aus, als wären wir nicht die Einzigen, die Shanks Schatz finden wollen. Wir zerfetzen diese Bastarde volle Kraft voraus. Macht auf einem Segelschiff keinen Sinn, dieses Kommando. Ja, aber okay. Volle Kraft voraus geht nur auf Schiffen, die eine Maschine haben. Ja. All aboard! Setzt die Segel voll und bei. Das wäre angemessenes Kommando. Okay, also wir werden uns erstmal da mit den Leuten auseinandersetzen müssen. Wow, eine Fregatte. Ein Kriegsschiff. Eine Galeone. Zwei Fregatten. Wow. Ja. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger, ne? Aber da sehen wir auch schon, ne? Hoffenweise gesunkene, auf Grund gelaufene Schiffe hier. Oh, schauen wir erstmal, der Gegner orientiert sich hier, muss auch erstmal klarkommen, was los ist. Ja. Und es sind Piratenschiffe. Ja. Die haben eine Piratenflagge, also. Ja. Von daher. All hands on deck. Komm, ich muss euch dazu bringen, dass ihr hinter mir her segelt. Ja. Am liebsten ist es mir natürlich, wenn ihr schön dicht zusammenbleibt. Okay, ich bin schneller als die Fregatte. Ich werde also seinen Kurs vor ihm kreuzen. Ja. Und er wird also nicht dazu kommen, seine Breitseite auf mich zu schießen. Es sei denn, er dreht, so wie er es jetzt macht. No. Aber das kriegen wir hin.
Oh. Feuer! Schicken wir erstmal unseren ersten Gruß rüber. Man the guns! Und dann haben wir den Kielwasser. No? Feuer! Das heißt, er fährt schön brav hinter uns her. Und wir werden ihm hier erstmal ein paar Fässer in den Weg schmeißen. So. Und wenn er brav ist, dann fährt er drüber. Oh. Ja, ein Kriegsschiff ist stabiler gebaut. Oh, von daher. Jo. Oh. Aber ihr seht, jetzt braucht es nicht mehr viel. Gut, da lag ich zu kurz. Aber, jawoll, da geht er. Oh. Und ich habe noch Zeit, ranzufahren, den Krempel einzusammeln. So mag ich das, ne? Zack, alles mitnehmen. So, Segel setzen. Und den Kurs so wählen, dass die nächsten Schiffe halt möglichst auch über die beiden Fässer rüberfahren, die da schon liegen, ne? Das wäre sehr entgegenkommend. Ich möchte die ungern verschwenden. So. Ich hoffe mal, zumindest die Fregatte können wir da drüber lotsen. Raise the flag! Die Galeone. Ja, die müssen wir halt zur Drehung zwingen. So. Mal sehen, wie schnell die Fregatte unseren Turn hier mitmacht, weil die Fässer liegen hier. So. Man the guns! Damit er da rüber fährt. Ja, die Galeone ist natürlich ein großes, schweres Schiff. Bis das dreht, ja, brauchst du natürlich eine Weile. Aber es läuft alles soweit ganz gut. Ja. Jawohl, na, jetzt dreht die Fregatte. Und kommt halt genau rein, dass ich hier eine Breitseite verpassen kann, ohne dass sie auf mich zurückfeuern kann. Was, wie gesagt, immer der erstrebenswerte Zustand ist. Und ich will sie jetzt beide versuchen, so weit zu drehen, nachzuziehen, dass sie hier über die Fässer rüber segeln. Kann auch gleich neue legen. Ja, so mag ich das. Ein paar rausgeschmissen. All hands on deck. Ah, das läuft doch. Jawoll. Na, da sinkt die zweite Fregatte. Die Galeone ziehe ich hoffentlich auch noch so weit rum, dass er auf das Fass darauf läuft. Ah. Wenn ich gerade halt eine Breitseite. So. Feuer! All hands on deck! Feuer! Der hat gesessen. Oh. Bisschen Abstand gewinnen und dann können wir mal drehen, dass wir ihm die Breitseite zeigen können. Aim and fire. Ja, und bevor er halt rumdreht, drehe ich ihm schon wieder das Heck zu. Er muss hinter mir her. Ja, und so kann ich ihn halt fertig machen. Er hatte auch Geschütze im Bug, klar, genauso wie ich, aber
Das sind halt nur vier. Feuer! Oh, oh, und jetzt. You're under attack! Ja, den kassiere ich mal. No. Ihm geht's da wesentlich schlechter als mir. Und ich habe ihn jetzt halt so weit weg, dass ich halt hier hinfahren kann, um den Krempel aufzupicken. No. Deswegen Kanonen eingerannt, dass wir zügig unterwegs sind. Und dann hier Beute mitgenommen. Die darf man ja nicht vernachlässigen. No. Und auch gleich ein paar Überlebende aufgepickt. No, um die Verluste in meiner Mannschaft auszugleichen. So, wenn es richtig läuft, kann ich ihn hier wieder über die Fässer locken. Komm, legen wir nochmal so ein paar dazu. Jetzt brauche ich ja nicht damit zu geizen. So, dann sag ich mal, zeigen wir ihm den Mittelfinger und sagen ihm, hier, komm doch, komm doch, komm doch. Ja? Kennt ihr, in den Kung-Fu-Filmen ist immer so diese Pose, wo man so der Gegner so sagt, hier, dich anguckt und dann sagt, hier, komm, dann schwupp, schwupp, sieht man das in der Kamera. Ja, ne? Zack, zack. Ja. Wenn ihn die Fässer nicht fertig machen, dann kriegt er halt noch eine Breitseite von mir in den Bug gedrückt. Yeah! Genau. Ne? Sieh dich an, Wrecker. Mit dem Alter kommt der Mut. Schauen wir mal, wie du mit diesem Felsenkar kommst. Der Schatz ist genau in der Mitte nahe einem der Wracks. Ja, aber erstmal. Ne? Schauen wir mal. Was die Galeone so übrig lässt. Oh. Jawohl, da ist Treibgut. Das sammeln wir ein und dann. Jo, zack. Okay. Alles mitnehmen. Oh, wir haben auch noch ein bisschen Platz. So. All aboard. Raise the flag. Die Fässer. Kann man übrigens auch zerschießen, wenn man es richtig macht, mit dem richtigen Abstand. No. Jawohl. No. Das geht also. Man muss aber nicht hinter sich aufräumen. No? Wir sind ja schließlich Piraten. Arr! So, dann machen wir uns auf den Weg hier in dieses Felsenlabyrinth. Den Schatz zu bergen. Komm, geben wir mal ein bisschen Gas hier. So gefährlich und eng ist das ja noch nicht. Ja. Und ja klar, lässt sich jetzt natürlich von der Grafik her nicht vergleichen mit Assassin's Creed Black Flag. Ja, aber das ist halt auch kein AAA-Titel. Das Ding ist, glaube ich, gratis. Also ich habe es jedenfalls gratis gekriegt. Ich habe aber auch den Vorgänger gespielt. Vielleicht deswegen. Ja. Und. Okay, da haben wir noch was angezeigt. Da lang müssen wir. Jawohl. Und da sind wir. Captain, wir haben's. Beginne das Ritual. Ja, da haben wir ihn. Könnt ihr es wagen, mich hier zu beschwören? Ihr habt keine Ahnung, was ihr getan habt. Naja, weiß ich nicht. Schön, hör zu. Die meisten Piraten der Karibik sind tot. Es gibt nur noch eine Handvoll von uns. Das ist der einzige Weg zu überleben und die guten alten Tage zurückzubringen. Verdammt seid ihr. Ich werde in eurem Blut ertrinken. Deutsche Lokalisierung. Nicht die beste. Ne? Ich denke mal, er meint, ihr werdet euch in meinem Blut. Ihr werdet in eurem Blut ertrinken. Oder ich werde euch in eurem Blut ertränken. Ah, okay. Oh, deine Seele gehört Papa Lekba. Du bist unter meiner Kontrolle. Kaifu, der Priester hier,
Gehorche oder ich schicke dich an einen Ort, an dem du die wahre Bedeutung des Wortes Schmerz verstehen wirst. Galbu, das reicht. Wir versuchen uns hier keine Feinde zu machen. Chang, hilf mir, den Inquisitor zu besiegen und Kalfil wird deine Seele freilassen. Du spielst mit Mächten, die du nicht verstehst. Vergiss nicht. Ich habe dich gewarnt. Du wirst es selbst sehen, wenn es vorbei ist. Ja, okay. Oh. Scheint, ihr habt euch geeinigt. Gut, ich habe eine Idee. Eine Flotte mit dem Sold der spanischen Soldaten macht sich bereit, von Tortoise Heaven abzulegen. Tortoise Heaven. Haven. Heaven, nicht Heaven, Himmel, sondern Haven. Hafen. Sollen wir unser neues Haus hier auf die armen Bastarde hetzen? Ja. Chang, du beschwerst den Kraken, wenn ich es dir sage. Eines noch. Ich werde mein Versprechen halten. Du wirst frei sein. Du musst mir nur helfen. Ja. Denn wir haben jetzt Chang als Kapitän in unserem Team und er kann halt den Kraken beschwören. Er versenkt das nächstgelegene feindliche Schiff. Ja. All aboard! Ja. All aboard. Bevor wir aber hier weitermachen, ich will noch mal sehen, er hat mir hier irgendwo was angezeigt. Das will ich noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Und ja, wir nähern uns hier jetzt schon der 3-Stunden-Marke, deswegen würde ich das erstmal... Jawohl, hier haben wir nämlich ein Wrack entdeckt. Haha, das erste. Müssen wir erstmal genau gucken, wo es ist. Hier hinter der Insel verborgen, denke ich mir. Jawohl. Ja. Da haben wir ein Wrack. Davon, die sind überall hier in der Karibik verstreut. Ja. Die können wir auch durchsuchen. Da sind einmal natürlich Gold an Bord und eben aber auch Pläne, Bauzeichnungen für Schiffe, die wir dann bauen können. Ne? Captain, unsere Taucher untersuchen das, Wrack, sie fanden 44 Goldmünzen. Ich bin dann selber nochmal getaucht, habe nochmal 92 Goldmünzen gefunden, werde vom Glück verfolgt, aber Baupläne waren diesmal nicht dabei. Na, okay. Wir machen uns nicht auf den Weg nach Tortoise Heaven, sondern erstmal zurück nach Tortuga. Und ja, das übliche Anker werfen. Ab in den Laden. Na, die Planken können wir verkaufen. Die Baumwolle kommt ins Lager. Das Segeltuch verkaufen wir. Den Rum verkaufen wir. Die Baumwolle kommt ins Lager. Na, Planken verladen wir erstmal. Und auch das Segeltuch. Und das können wir dann auch verkaufen. So. No. Eisen ist momentan günstig. Damit decken wir uns mal ein. No. Und dann sehen wir zu, ob wir uns noch ein Upgrade gönnen. Ja. No. Dann haben wir nämlich hier die Scary Betty bald fast vollständig ausgebaut, den starken Schiffsrumpf gönnen wir uns und die restlichen, das restliche Gold geben wir für die Reparatur aus und um unsere Besatzung aufzustocken, da brauchen wir nichts, okay. Deswegen erstmal die Kneipe. Kanonen in Tortuga, okay, sind gerade günstig. Soll mir recht sein, aber wir schauen mal zu, dass wir das vor, das reicht nicht. Die 300, die wir haben. Das Lagerhaus können wir upgraden, okay. Und im Laden können wir dann nochmal bisschen Zucker kaufen, damit unsere Destille was zu tun hat. No. Der Zucker und das Eisen, die müssen natürlich ins Lagerhaus. So. No. Okay. Das soll es soweit gewesen sein mit der ersten Session, dem ersten Stream in Pirate Plague.
of the Dead. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht, wie ihr seht. Und ja, es wird weitergehen. Morgen werde ich wieder streamen, wieder um 7 Uhr, 19 Uhr werden wir anfangen. Und ich denke, ich mache da nochmal Minecraft. No? Und dann danach vielleicht noch ein bisschen World of Warplanes und dann nächste Woche, vielleicht am Montag, starten wir das nächste Projekt, nämlich die Bro-WG in Singles 2. Ne? Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt mir treu, bleibt mir gewogen. Empfehlt mich weiter. Ganz wichtig, denn ich möchte ja bis zum Jahresende die 50 Follower hier auf Twitch schaffen und so die erste Hürde hier nehmen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ne? Für heute erstmal Feierabend und ja, noch ganz ab in die Koje, aber für diesen Stream hier ist heute erstmal Schluss. No? Bis dahin, wie gesagt, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen. Empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.